ich euch versprochen habe, richte ich heute mit euch zusammen die Ringvideo Doppel 3 ein. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Im letzten Video habe ich mit euch zusammen die Doppel ausgepackt, habe euch die wichtigsten Daten und Fakten gezeigt. Ich verlinke euch das gerade mal noch. Und heute schauen wir uns an, wie man das Ganze einrichtet. Als erstes müsst ihr dafür im Google oder im Apple Store die Ring App runterladen. Mittlerweile ist die App bei mir installiert. Gehen wir gerade mal rein und registrieren uns gemeinsam. Hier gerade Vor- und Nachname eingeben. Als nächstes wird das Land ausgewählt, was ihr haben möchtet. In meinem Fall ist das jetzt Deutschland. Das kann ich dann gerade lassen. Wenn nicht, klickt ihr gerade drauf und sucht das passende Land aus, in dem ihr euch befindet. Dann auf Weiter. Dann wird die E-Mail-Adresse abgefragt. Dann kann es in der App auch gleich weitergehen. Ich habe auch eine Alexa zu Hause, deswegen werde ich sie auch damit verbinden. Dann habt ihr die Registrierung auch schon abgeschlossen. Jetzt tun wir unser Produkt einrichten. Also wir wählen hier aus. Wir haben die Türklingel. Da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, wie Ziffernschlösser, Überwachungskamera und so. Da müsst ihr dann halt auswählen, was ihr habt. In unserem Fall ist das eine Türklingel. Dann gerade das Verifizieren. Der Code befindet sich auf der Rückseite von eurem Ringgerät. Der Code befindet sich an der Stelle, wo ich jetzt den Finger habe, dass ihr Schlingel nicht mein scannen könnt. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr den Standort zulassen wollt. Das mache ich einfach. Dann müsst ihr hier eure Adresse eingeben. Dann könnt ihr hier nur Name definieren. Entweder sucht ihr hier gerade einen aus. Bei mir ist das die Haustür oder ihr könnt einen benutzerdefinierten einrichten. Dann, wie es hier abgebildet wird, einfach den Akku unten einsetzen, die Ringdoppel. Dazu einfach den Akku hinten reinschieben, zack. Und dann die Blende einfach nehmen, die könnt ihr drüber schieben. Da könnt ihr dann auch auswählen, wollt ihr die silberne oder wollt ihr hier die schwarze bzw. graue, was euch besser gefällt. Gerade drüber schieben, einrasten. Dann gibt es hier die mitgelieferten Schrauben. Die sind gerade hierfür, das sind so Sicherheitsschrauben. Könnt ihr abreißen, nehmt eine raus und dann könnt ihr das so zuschrauben, dass da keine Dritten rankommen und euch irgendwie das Ding manipulieren können. Gerade dazu den Schraubendreher nehmen, der dabei ist. Und hier hinten festschrauben. An eurer Stelle würde ich den Akku aber erstmal aufladen mit einem mitgelieferten USB-Kabel, weil bei mir war der Akku fast leer. Dann drückt man hier auf Weiter, wenn wir das eingeschoben haben. Da müsst ihr warten, bis das Licht von der Ringdoppel weiß leuchtet und sich im Kreis dreht. Das passt. Zack, dann könnt ihr das mit eurer Ring verbinden. Okay, die Ringdoppel ist jetzt mit meinem WLAN verbunden. Sehr gut. So, die Einrichtung war erfolgreich, bla bla bla, weiter. So, und jetzt probieren wir das Ganze natürlich mal aus. Wenn jetzt jemand bei euch klingelt und ihr unterwegs seid, dann kriegt ihr das direkt aufs Handy drauf. Dann könnt ihr hier direkt drauf gehen auf die App, klickt es an. Ihr kriegt dann auch direkt eine Push-Benachrichtigung. Okay, das muss ich noch akzeptieren. Schauen wir uns die App jetzt auch nochmal gemeinsam genauer an. Gehen wir gerade hier auf die Türklingel mal drauf. Und dann könnt ihr hier sehen, wir können dann hier die beantworteten Anfragen anschauen, was es da gab. Hallo, wie geht's? Die Bildqualität ist echt super. Oder ihr geht her und klickt hier auf Live und dann könnt ihr das Live-Bild sehen. Wenn ihr hier oben auf Verlauf geht, könnt ihr auch gerade nochmal schauen, wann wurde da heute geklingelt, welche davon wurden beantwortet oder wann hat nur der Bewegungsmelder, der da vorne dran ist, ausgeschlagen. Dann seht ihr auch, ob jemand eure Post gebracht hat oder nicht. Das könnt ihr dann auch alles nachvollziehen. Hier oben könnt ihr das dann natürlich auch noch filtern. Hier ist dann einmal unterteilt in Klingeln. Wann wird an der Haustür geklingelt? Wann wird nur der Bewegungsmelder ausgelöst? Und wann wird ein Live-Video gemacht? Das kann man alles schön nachvollziehen in der App. Ich
finde die ist auch schön übersichtlich aufgebaut und eigentlich auch selbsterklärend. Hier haben wir dann gerade nur das Menü. Hier können wir hergehen, können auch weitere Geräte einrichten, sehen auch die Geräte, die wir haben. Können hier eben dann nochmal benutzerdefiniert alles einstellen, wie wir das haben wollen mit Bewegungserkennung und so. Hier oben rechts könnt ihr dann auch nur den Akkustand von der Kamera sehen. Dann könnt ihr auch hier in der Mitte nochmal drauf drücken, um das Live-Video zu sehen. Dann gibt es hier den Ereignisverlauf, den habe ich euch gerade schon gezeigt, wo man das nochmal alles nachvollziehen kann. Dann gibt es da verschiedene Modi, was ihr einstellen könnt. Dann auch die Bewegungsbenachrichtigung an der Haustür, die kann man auch aussetzen lassen für gewisse Zeiten. Dass wenn da andauernd jemand vorbeiläuft, nicht dass jedes Mal die Tür klingelt. Dann, wenn ihr hier in der Mitte unten drauf geht, könnt ihr auch den Gerätestatus einsehen, was die Stromquelle ist, ob die über den Akku ist, ob die über die Klingelanlage ist. Dann den Akkustand, der ist jetzt bei uns 100%. Dann, wie gesagt, den kann man auch mit einer Solarzelle verbinden, was ich schon im letzten Video gezeigt habe. Dann zeigt es euch da auch den Status an. Ihr könnt dann, wenn ihr hier drüben hingeht und auf Geräte einrichten, könnt ihr auch noch weitere Geräte in der App hinzufügen, falls ihr noch Überwachungskamera oder sonstiges habt. Hier unten könnt ihr dann auch das aufgenommene Video teilen und an Freunde oder Familie schicken oder euch, wie ihr rechts seht, dann runterladen. Hier rechts unten bei den drei Punkten könnt ihr dann auch draufgehen und einen Screenshot von den Aufnahmen machen. Dann hier rechts auf dem Zahnrad beenden wir jetzt gerade nur die Einrichtung von dem Gerät. Gerade hier draufgehen. Wenn ihr hier oben draufklickt, kriegt ihr dann natürlich auch noch ein Tutorial, wie ihr die Doorbell an die Wand schraubt, wie ihr die richtig anschließt an eine Stromquelle. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video dann noch. Dann, was noch für euch interessant sein dürfte, ist hier die Bewegungseinstellung. Gehen wir gerade mal drauf. Und da wird man dann durchgeführt, um die Kamera richtig zu positionieren. Da muss man dann eben gewisse Fragen beantworten und wird das Schritt für Schritt auch durchgeleitet. Dann wird eben gefragt, wo die Kamera sich befindet und so. Ich klicke das gerade mal durch für euch und dann sehen wir uns wieder beim Einrichten. Dann Bewegungszone anpassen. So, und jetzt seht ihr den Blickwinkel von der Kamera. Und das finde ich auch richtig geil an der. Ihr könnt jetzt hergehen und könnt es so hinziehen, wie ihr den Bewegungsbereich haben wollt. Das heißt, erst wenn da dann eine Person reinläuft, registriert es die Kamera und benachrichtigt euch. Hier, ich zeige euch gerade mal, wie das geht. Gerade einfach mit dem Finger die Ecken und Kanten verschieben. So, das könnt ihr natürlich individuell einstellen, dann bei euch am Haus. Das ist jetzt nur bei mir an der Terrasse. Da könnt ihr dann sehen eben, wenn dann eine Person in den blauen Bereich reinläuft, dann wird eben der Bewegungssensor aktiviert und ihr werdet dann benachrichtigt. Das heißt, es muss nicht mal unbedingt jemand klingeln, aber das kann man aktivieren oder deaktivieren, so wie es euch am liebsten ist. Und dann einfach hier Zone speichern. Ihr könnt auch weitere Zonen hinzufügen, könnt sagen, hier in dem Bereich will ich noch was. Das könnt ihr eben individuell anpassen, wie ihr es dann haben möchtet. Und dann einfach Zone speichern, wenn ihr das so haben wollt, auf Weiter. Und dann wird es übernommen und wenn jemand in den Bereich kommt, dann werdet ihr benachrichtigt. Das könnt ihr natürlich individuell einstellen dann. Das Beste an der Kamera finde ich halt, gerade wenn ein Postbote kommt und man gerade nicht zu Hause ist, dass man das dann abnehmen kann und dem sagen kann, dass er zum Beispiel das Paket hinters Haus stellen soll oder so. Oder wenn sonst jemand klingelt und man gerade unterwegs ist, dass man eben keinen mehr verpasst. Deswegen habe ich mir hauptsächlich die Kamera gekauft. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, dass man auch die Leute sieht, die an der Tür sind. Wenn man keinen Bock auf jemanden hat oder man den nicht reinlassen will, dann braucht man auch gar nicht dran gehen. Das finde ich halt echt klasse. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video jetzt mal einen ersten Eindruck vermitteln, euch zeigen, wie man das alles einrichtet. Ich denke, das ist gar nicht so schwer, das dürfte eigentlich jeder hinkriegen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.